orientiert sein. Von Feldern, Zeigzeichen und Bezugswendungen oder was den Psychologen eigentlich interessieren sollte. Ein erster Abschlussbericht zum Karl-Bühler-Projekt von Jeanette Friedrich nach 2,5 Jahren Forschungen an der Sigmund Freud Privatuniversität zu Karl Bühlers Psychologiekonzeption. Ein Abschlussvortrag, der einige der Ergebnisse vorstellt. Ich freue mich, Ihnen heute die Ergebnisse meines Forschungsprojekts Orientiert sein, die Psychologie Karl Bühlers vorstellen zu können. Ich habe zu diesem Projekt 2,5 Jahre an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien gearbeitet. Dazu stellte mir die SFU ausgezeichnete Arbeitsbedingungen zur Verfügung. Ein Büro mit Platz, um all die Kopien der Manuskripte zu ordnen und sehr viel Ruhe, die zum Teil auch Corona geschuldet war. Ein großes Dankeschön dafür auch an den Rektor, Herrn Professor Prietz. Ein Dankeschön auch an die Mitarbeiter, an Peter, Leo, Christoph und Nilgün, die während der Corona-Zeit im Haus waren, mit denen ich die Mittagspausen teilte und die mir das Stück Konvivialität gaben, ohne dass es schwer gewesen wäre, die sozialen Ausnahmebedingungen der Pandemie zu meistern. Und nun zu meiner Hauptbezugsperson, dem Mitantragsteller, wie man ihn im administrativen Jargon nennt. Mit Gerhard Benetker habe ich etwas gefunden, was ganz selten ist. Ein alter Ego, einen unersetzbaren Diskussions- und Arbeitspartner, der immer präsent war, wenn nötig. Er hat die Holpersteine auf meinem Projektweg mit zwei, drei Bemerkungen einfach weggekickt und wenn dies nicht ging, half er mir, sie zu analysieren und dann forsch zu umgehen. Ein einfaches Dankeschön dafür ist zu wenig. Die vielen Ergebnisse wären ohne solch eine Zusammenarbeit nicht möglich gewesen. Sie sind uns beiden zuzurechnen. Finanziert wurde das Projekt vom österreichischen Wissenschaftsfonds. Auch an diesen mein Dank. Ergebnisse vorzustellen ist nun nicht so einfach. Wo fängt man an? Worüber berichtet man? Was benennt man nicht und warum? Nun habe ich schon einen Blick auf die Fragen des einzureichenden Abschlussberichts geworfen und da will man gleich zu Anfang zwei Dinge wissen. Gab es grundlegende Änderungen in der Forschungsausrichtung zwischen Beginn und Ende des Projekts? Und haben die Ergebnisse Ihres Projekts zur Weiterentwicklung des Forschungsgebiets beigetragen? Ich werde versuchen, auf diese zwei Fragen eine Antwort zu geben. Besonders die erste Frage ist interessant, denn es gab ja wirklich eine Änderung in der Forschungsausrichtung. Auf diese möchte ich im ersten Teil meines Vortrags eingehen. Im zweiten Teil soll es dann um Bühlers Psychologiekonzeption gehen. Und zwar um den Teil seiner Forschungen, von dem man bisher nur wenig wusste. Seine theoretische Psychologie. Kommen wir zum Punkt 1. Die Änderung der Forschungsrichtung, die man auch als Entdeckung der Bedeutung des Lokalen oder als unerwartete Einblicke in die öffentlichen Räume von Wissenschaft bezeichnen könnte. Worum geht es? Es gibt zwei Karl-Bühler-Nachlässe. Beide befinden sich in Österreich. Der erste seit den 1970er Jahren in Graz, am Dokumentationszentrum und der Forschungsstelle für österreichische Philosophie. Der zweite ist 2017 im Archiv der Universität Wien angekommen. Bei letzterem handelt es sich um den Exilnachlass von Karl und Charlotte Bühler. Meine Forschungen in Wien haben hier begonnen, im alten Lesesaal des Universitätsarchivs, sichtete ich wochenlang die gerade frisch katalogisierten Materialien von Charlotte und Karl Bühler. Mit dem Ziel, mir ein Bild zu machen von dem, was da neu nach Wien gekommen war. Diese Nachlassmaterialien wurden von Rolf und Ingeborg, den beiden Kindern der Bühlers, wohl Ende der 1970er Jahre
an Professor Achim Eschbach übergeben, der es der Universität Wien ermöglichte, sie zu erwerben. Professor Achim Eschbach arbeitete bis zu seiner Emeritierung als Semiotiker und Kommunikationstheoretiker an der Universität Duisburg-Essen. Er gehörte zu den bekanntesten Bühler-Spezialisten und war der, der in den 1980er Jahren das Interesse an Karl Bühlers Arbeiten im deutschsprachigen Raum wieder weckte. Ich erinnere an die zwei Bände Bühler-Studien, die 1984 bei Suhrkamp von ihm herausgegeben wurden. Achim Eschbach verstarb unerwartet im Januar 2021. Er hatte dem Exilnachlass von Karl und Charlotte Bühler einen Vorlass beigegeben, Materialien von Achim Eschbach. Und in diesem fand ich Dokumente eines Forschungsprojekts, das er in den 80er Jahren mit Unterstützung seiner Assistentin Gabi Willenberg am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen durchgeführt hatte. Dabei ging es um die Vorbereitung einer Gesamtausgabe Karl Bühlers, die auch Manuskripte einschließen sollte. In diesem Zusammenhang hatte vor allem Gabi Willenberg eine intensive Recherche durchgeführt und Dokumente und Materialien aus den verschiedensten Instituten, in denen Bühler während seiner Karriere tätig war, zusammengetragen. Leider gab es so gut wie keine Resultate dieses damaligen Forschungsprojekts. Oder anders gesagt, Resultate gab es schon, aber von denen wusste man nichts, da sie nie veröffentlicht wurden. Aber sie sind da, existieren und sind zugänglich. Das war meine erste Entdeckung. Sie führte zu einer Idee und lenkte für einige Wochen meine Forschungen in eine andere Richtung. Die Idee oder genauer die Fragestellung, die sich aus diesen Materialien ergab, war folgende. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem Werk eines Autors und dem Wissenschaftsbetrieb? Also zwischen dem überlieferten Werk und den an einem bestimmten geografischen Ort und zu einer bestimmten Zeit im gregorianischen Kalender stattfindenden wissenschaftlichen Aktivitäten. Was sagt das eine über das andere aus? Die lokalen Forschungsaktivitäten über das Werk über die lokalen Forschungsaktivitäten. Gewöhnlich wird ja das Denken eines Forschers aus seinen Werken erschlossen. Bücher und Artikel, Manuskripte und die wissenschaftliche Korrespondenz stehen im Mittelpunkt, wenn man Ideen, Problem und Begriffsgeschichte der Wissenschaften schreibt. Nun bin ich jedoch im Archiv auf andere Materialien wissenschaftlicher Forschung gestoßen. Ich möchte einige kurz aufzählen. Da waren Manuskripte und Mitschriften von Vorlesungen, sowohl von Karl Bühler wie auch von seinen Mitarbeitern. Außerdem Forschungsberichte und Forschungsprojekte, die die Bühlers in den 1930er Jahren an die Rockefeller Stiftung geschickt hatten. Bisher wurden 3 Jahresberichte und ein ausführlicher Forschungsbericht zu Ausdruck und Film gefunden. Dann natürlich die am Psychologischen Institut erarbeiteten Dissertationen. Circa 200 wurden unter Bühler als Erstgutachter approbiert. Weitere Spuren der am Psychologischen Institut realisierten Forschungen findet man in Zeitungsberichten. 1931 wurden gemeinsam mit der RAWAG, der österreichischen Radioverkehrs AG, Forschungen zum Verhältnis von Stimme und Persönlichkeit unter dem Titel »Was erraten wir aus der menschlichen Stimme?« durchgeführt. Als eine außerordentlich interessante Quelle erwiesen sich außerdem die Protokolle und Berichte aus Vereinen, Zirkeln, Gesellschaften und Arbeitsgemeinschaften. Es gab in Wien der 1920er und 1930er Jahre eine große Anzahl davon. Ein großer Teil dieser Vereine war außerhalb des an der Universität stattfindenden Wissenschaftsbetriebs angesiedelt. Oft jedoch von Vertretern der Universität initiiert, unterstützt oder getragen. Schaut man sich die Vereine und Arbeitsgemeinschaften an, in denen Karl Bühler als Mitglied geführt wurde, oder an denen er und seine Mitarbeiter teilgenommen haben, so kommt eine sehr heterogene Mischung zusammen. Bühler war Mitglied des Vereins für angewandte Psychopathologie und Psychologie, der im Januar 1920 gegründet worden war.
Im Rahmen dieses Vereins wurde 1934 die seminaristische Arbeitsgemeinschaft zwischen der von Karl Bühler geführten Wiener Psychologischen und der von Otto Poetzel geführten Wiener Psychiatrisch-Neurologischen Schule gegründet. Bühler arbeitete außerdem im Akademischen Verein für medizinische Psychologie. Seit 1936 gab es dann einen Verein der Freunde des Psychologischen Instituts, der von den Bühlers ins Leben gerufen worden war und der Wiener Öffentlichkeit eine reiche Vortragstätigkeit anbot. Aktives Mitglied war er außerdem in der Österreichischen Gesellschaft für experimentelle Phonetik. Ebenfalls 1936 kam es zur Gründung der Gesellschaft der Filmfreunde Österreichs, in der Karl Bühler die Vereinspräsidentschaft übernahm. Und dann waren da natürlich noch die Kontakte und Beziehungen zum Schlickzirkel und damit zum Wiener Kreis. Die gefundenen Protokolle und Programme dieser Vereine und Arbeitsgemeinschaften zeugen von einem breiten institutionellen und außerinstitutionellen Netz, das Karl Bühler aufgebaut hat. Ich begann also, die von Eschbach und seinen Mitarbeitern zusammengetragenen Materialien zu ergänzen, denn das war ja das Interessante an der Entdeckung dieser lokalen Wissenschaftsaktivitäten. Eine Spur führte zu einer anderen, in einem Dokument wurde auf ein anderes hingewiesen. Es ist wie bei einer Schnipseljagd, mit dem Unterschied, dass keiner diese bewusst ausgelegt hat, sondern dass die Schnipsel sich in Zeitschriften, Archiven und Nachlässen befinden und gegenseitig aufeinander verweisen. Auch das Resultat dieser Schnipseljagd ist ein anderes. Das Ziel ist nicht ein Zielort und eine Belohnung, sondern das langsame Sichzeigen eines Feldes, in dem verschiedene Orte sich bemerkbar machen. Ein sogenanntes Koordinatensystem der wissenschaftlichen Aktivitäten in Wien der 1920er, 1930er Jahre wurde sichtbar. Die gefundenen Materialien haben eins gemeinsam. Sie geben Einblicke in die verschiedenen öffentlichen Räume, in denen Bühler und seine Mitarbeiterinnen wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur vorstellten, sondern auch produzierten. Sie geben Zugang zu dem, was Gerhard Benetka und ich als das Lokale bezeichnen. Ein lokaler Wissenschaftsverkehr, über den im Werk eines Gelehrten oft wenig zu erfahren ist. Ich beschloss also, einen sogenannten Dokumentenband vorzubereiten, in dem die gefundenen Quellen zur Verfügung gestellt werden und jeweils mit einem Kommentar meinerseits versehen sind. Die Kommentare gehen auf den Ursprung der Dokumente ein. Manchmal versuche ich mich auch in einer theoretischen Diskussion und in einer Einordnung dieser Dokumente in damalige, aber auch aktuelle Debatten. Der Dokumentenband kommt morgen aus dem Lektorat und kann dann in die Produktion gehen. Zum Glück. Denn während er lektoriert wurde, bin ich natürlich auf weitere Dokumente und neue Informationen gestoßen. Ich habe begonnen, den Band zu ergänzen und es ist kein Ende abzusehen. Deshalb unser Entschluss, alle Ergebnisse als Buch, aber auch digital auf der von Gerhard Benetka, Frank Wonk und mir geleiteten Karl Bühler Webseite zu veröffentlichen. Auf der Webseite werden sie nicht nur in Form von PDF-Dokumenten, sondern auch als digitale Texte zugänglich sein. So kann es Updates vom Dokumentenband geben und gleichzeitig bleiben die vorherigen Versionen erhalten. Der Band kann auf diese Weise ein kollektives Unternehmen werden. In der ersten Version wurde damit schon begonnen, denn es finden sich zwei Kapitel im Band, die von Maria Zwick vom Institut Wiener Kreis erstellt wurden. Sie betreffen ihr Spezialgebiet, die Filmforschungen am Psychologischen Institut und den Verein der Filmfreunde Österreichs. Außerdem haben wir im Januar vorigen Jahres einen Workshop zum Thema des Dokumentenbandes abgehalten. Sie haben ihn vielleicht über Zoom verfolgt. Das Buch zum Workshop, also die Kolloquiumsakten, gehen nächste Woche ins Lektorat. Ein großes Dankeschön an die Teilnehmer des Workshops für ihre so spannenden Beiträge, die Sie außerdem in unserem Podcast zum Workshop hören können, der sich auf der Webseite
der Sigmund Freud Privatuniversität befindet. Ich möchte an dieser Stelle eine kurze methodologische Zwischenbemerkung machen. Sie betrifft die Geschichtsschreibung der Wissenschaften, denn eigentlich ist ja mein Projekt ein wissenschaftshistorisches. Ich möchte kurz das Problem skizzieren, das sich mir bei der Erarbeitung des Dokumentenbandes gestellt hat. Die im Dokumentenband enthaltenen Texte besitzen bestimmte Charakterzüge, die sie von monologischen Werktexten unterscheiden. Man könnte sagen, sie sind halb mündlich, halb schriftlich formuliert. Natürlich existieren alle genannten Materialien in schriftlicher Form. An die Geschichte kommt man nur indirekt heran, über ihre Spuren und deren Rekonstruktion. Geschichte ist nicht erlebbar, auch nicht nacherlebbar. Trotzdem hat man beim Lesen dieser Dokumente den Eindruck, dem Ereignischarakter von Wissenschaft und damit ihrem jeweiligen Situiertsein näher zu sein oder näher zu kommen. Ich möchte das kurz illustrieren. Nehmen wir zum Beispiel die Vorlesung Bühlers. In diesen wird akzentuiert, unterstrichen, gezeigt, Schemata werden genutzt, es wird wiederholt, reformuliert. Jeder Zuhörer kennt dies. Man kann sehen und spüren, was dem Vortragenden eigentlich wichtig ist. Bühler würde sagen, dass das Zeigfeld der Sprache hier genauso benutzt wird wie das Symbolfeld oder vielleicht sogar noch stärker herangezogen wird. Die gemeinsame Präsenz im Auditorium wird genutzt, um dem Zuhörer zu zeigen, worauf er achten soll, was in der aufgebauten Wissensordnung von besonderem Interesse ist. Er wird geführt und orientiert. Nun scheint dieses Akzentuieren, Zeigen und Herausheben genau das zu sein, was nicht mehr zugänglich ist. Doch auch diese Tätigkeiten hinterlassen Spuren. Untersucht man die Vorlesungsmanuskripte im Karl-Bühler-Nachlass in Graz, dann fällt auf, dass sie voll von Unterstreichungen sind. Mit einem roten oder schwarzen Stift markiert Bühler Wörter und Wortgruppen. Ein Rhythmus erscheint im Text. Ein lautes Denken findet statt. Auch die von Bühler immer wieder eingeschobenen Rückblicke, in denen er den Inhalt der vorangegangenen Vorlesung reformuliert, gehören zur Spezifik dieses Textgenres. In meinem Abstrakt habe ich geschrieben, dass ich somit auf Spuren gestoßen bin, die, ich zitiere, ein präzises Beschreiben im Modus der Gegenwärtigkeit möglich machten. Doch was bringt so ein Exkurs in die damalige Gegenwart für eine Wissenschaftsgeschichte? Hans-Ulrich Gumprecht, bei dem ich dieses kurze Zitat entlehnt habe, spricht auch von einem bloß deiktischen Gestus in der Geschichtsschreibung und bezieht sich dabei auf den Historiker Reinhard Kosselek, der sagt, dass Geschichte eben nicht nur durch die auf Erklären und Verstehen abzielende traditionelle Geschichtsschreibung zu erfassen ist, sondern es Geschichte gibt, die an keinen Sinnhorizont anschließbar ist. Die Geschichte, von der er in diesem Zusammenhang spricht, ist die durch ihre Monstrosität unmöglich an einen Sinnhorizont anschließbare Erfahrung der Holocaust-Opfer. Aus dieser Feststellung stellt er ein Gebot für die Geschichtsschreibung auf, das meines Erachtens über diese historische Erfahrung hinausweist und die Notwendigkeit des Beschreibens im Modus der Gegenwärtigkeit unterstreicht. Ich zitiere Kosselek: Deshalb ist es geboten, nicht nur diachron, sondern auch synchron zu verfahren, nicht nur post eventum zu begründen, sondern auch in eventum aufzuzeigen, was wie geschah. Es darf vermutet werden, dass dann die Einmaligkeit oder Einzigartigkeit besonders deutlich wird, womit natürlich nicht gesagt ist, dass die Faktoren, die ein Ereignis bedingen, selber einmalig sind. Ende des Zitats. Für mein Projekt ist es wichtig, etwas genauer auf diese von Kosselek gemachte Unterscheidung einzugehen. Die Unterscheidung zwischen Posteventum begründen und Ineventum aufzeigen. Beginnen wir mit dem Posteventum begründen. Dies heißt, meines Erachtens,
dass man ein Werk, ein Geschehen in eine geschriebene oder im Schreiben begriffene Geschichte einordnet. Das heißt, es gibt immer eine Sinnvorgabe, nämlich der Sinn, auf den diese Geschichte hinausläuft. Die Richtung, die der historischen Analyse gegeben wird. Nehmen wir ein Beispiel. Es wäre wohl schwierig, John Watson oder Wladimir Bechterew einen Platz in der Geschichte der phänomenologischen Psychologie zu geben. Das ist mit Bühler einfacher und doch oft geschehen. In den Geschichten der Sprachwissenschaften dagegen wird Bühler zum Vertreter der Semiotik. Er wird gemeinsam mit Morris und Peirce diskutiert. Etwas später, in den 1980er Jahren, wird er dann zum Pragmatiker proklamiert. Er findet sich in der Gesellschaft von Gardiner, De Laguna und Wegener wieder. Er teilt mit ihnen den vorgegebenen Sinn einer semiotischen oder pragmatischen Sprachtheorie oder anders gesagt den festgelegten theoretischen Gegenstand der Semiotik oder der Pragmatik. Damit werden auch immer wieder andere Konzepte in Bühlers Denken wichtig. Einmal ist es der Begriff der Sprachfunktionen, das andere Mal der Begriff der Sprechhandlung oder der des nicht anschaulichen Denkens. Aber, und das ist die Frage, vielleicht waren diese Begriffe für Bühler nicht die zentralen Begriffe in seinem Denken. Schreibt man also die Geschichte post-eventum, werden bestimmte Konzepte oder Größen vom Geschichtsschreiber ausgewählt und bestimmt, die die positivistische Arbeit der Geschichtsschreibung leiten, die dann gar nicht mehr so positivistisch ist. An diesem Vorherrschen einer, man könnte sagen, systematischen Zeit in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung wurde in der französischen Wissenschaftsphilosophie von Gaston Bachelard und Georges Canguilhem Kritik geübt. Denn dies impliziert ja die Versuchung, Wissenschaftsgeschichte als auf den heutigen Standpunkt bezogene Vorläufergeschichte zu schreiben. Solch eine Vorläufergeschichte beruht jedoch auf einem Irrtum. Canguilhem schreibt, ein Vorläufer wäre ein Denker verschiedener Zeiten, seiner eigenen Zeit und der Zeit jener, die man ihm als seine Fortsetzer zuschreibt, als die Vollender seines unfertigen Unterfangens. Der Vorläufer ist also ein Denker, den der Historiker aus seiner kulturellen Umwelt herauslösen zu können glaubt, um ihn in eine andere Umwelt einzupflanzen. Das läuft darauf hinaus, anzunehmen, spekulative oder experimentelle Begriffe, Diskurse und Denkstile könnten beliebig versetzt werden. So Canguilhem. Eine lokale Geschichte ist nun schwer versetzbar. Genau darin besteht ja ihre Besonderheit. Ein Eventum ist einzig und einzigartig. Würde man es überall finden, wäre es kein Eventum. Eine lokale Geschichte kann nicht post-eventum begründet werden. Soweit so gut. Aber was heißt das nun für das Lesen eines Werks? Und dies war ja der eigentliche Gegenstand meines Forschungsprojektes. Die Rekonstruktion von Bühlers Psychologiekonzeption. Ich habe gerade ein Buch von Christoph König, Professor für deutsche Literatur, gelesen. Es heißt Zweite Autorschaft und handelt von Nietzsche. Ich möchte mir zwei Ideen bei ihm ausborgen, um auf die eben gestellte Frage zu antworten. König macht ebenfalls eine Unterscheidung. Es handelt sich dabei um eine Reformulierung der eben diskutierten. Für ihn gibt es einen Unterschied zwischen der bescheideneren Rekonstruktion der Arbeit des Texts an seinem Sinn und dem eher willkürlichen Sprung zu dem ersehnten Sinn. Den ersehnten Sinn habe ich gerade diskutiert. Das ist der, den man durch seine eigenen heutigen Kategorien und Größen in die Geschichte hineinprojiziert, mit denen man den Autor in Richtung Gegenwart springen lässt. Auf der anderen Seite steht nun das, was König als die Arbeit des Texts an seinem Sinn und die Rekonstruktion dieser Arbeit durch den Historiker bezeichnet. Natürlich arbeitet der Text nicht an seinem Sinn, sondern der Autor des Texts realisiert diese Arbeit. Bühler benutzt bestimmte Konzepte,
die ihren Sinn, ihre Bedeutung erst durch seine Arbeit an ihnen erhalten. Im Rahmen seines Denkens werden sie relevant und operationell. Andere Begriffe verschwinden, weil sie sinnlos werden für sein Denken des untersuchten Gegenstandes. Die Rekonstruktion dieser Arbeit des Autors am Sinn durch den Historiker ist nur auf eine Art und Weise möglich, nämlich durch eine Lektüre, die genau diese Arbeit des Autors am Sinn zu erfassen sucht. König spricht von insistierender Lektüre. Ich finde dieses Adjektiv sehr treffend. Man könnte auch sagen, es geht um die Wiederholung des Schaffensprozesses, um das Finden der Kategorien im Werk eines Denkers, die diese Wiederholung ermöglichen. Hier treffen wir wieder auf den Terminus der Wiederholung, der Imitation, den ich schon bei der Diskussion der Besonderheit von Vorlesungen erwähnt habe. Imitieren und wiederholen, zwei Operationen, die wesentlich sind für das Beschreiben im Modus der Gegenwärtigkeit. König spricht auch vom Werk als einer ordnenden Praxis. Eine Metapher, die mir auch gefällt. Erstens, weil so das Werk als Praxis gedacht wird, als in Herstellung begriffen. Und zweitens, weil diese Herstellung als durch ein Ordnungsprinzip geleitet vorgestellt wird. Und dieses Ordnungsprinzip muss eben durch den Leser, den Historiker, im Werk des Autors entdeckt werden und nicht in dieses hineingetragen werden. Auch für Bühler spielt der Ordnungsbegriff eine wichtige Rolle. In der Sprachtheorie liest man, ich zitiere, wer immer im Wachzustand und bei sich ist, befindet sich orientiert in seiner gegebenen Wahrnehmungssituation. Und das heißt zunächst einmal, dass alle Sinnesdaten, die ihm zufließen, eingetragen sind in eine Ordnung, ein Koordinationssystem, dessen Origo das ist, worauf die Zeigwörter hier, jetzt, ich hindeuten. Diese drei Wörter müssen zusammen an den Fixpunkt der Ordnung, die wir beschreiben wollen, gesetzt werden. Ende des Zitats. Was Bühler hier in Bezug auf das Zeigfeld der Sprache konstatiert, kann auch in Bezug auf das Werk eines Forschers ausgesagt werden. Das heißt, es muss diese Ordnung des Denkens in einer insistierenden Lektüre rekonstruiert oder noch anders gesagt, auf den Begriff gebracht, imitiert werden. Es geht darum, die Kategorien und Begriffe zu finden, die es ermöglichen, den Schaffensprozess zu wiederholen und damit das Werk zu verstehen. Dies war nun das eigentliche Ziel meines Forschungsprojekts. Ich wollte eine Monographie zu Karl Bühler schreiben, die sich dieser Art von Lektüre bedient. Ich habe dies im Forschungsprojektantrag als Problemgeschichte bezeichnet. Nun lernt man ja beim Forschen auch immer etwas über sich selbst. Eine Problemgeschichte anzukündigen, schien mir deshalb als relevant, weil ich damit per se legitimiert war. Damit war ein Rechtfertigungsdruck vermieden, denn Problemgeschichte ist ein anerkannter Zweig der Geschichtsschreibung. Aber handelt es sich beim Beschreiben im Modus der Gegenwärtigkeit, bei der Wiederholung von Schaffensprozessen, bei der insistierenden Lektüre wirklich um eine Problemgeschichte? Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Das wäre eine interessante Frage für die folgende Diskussion. Ich möchte zum Abschluss eine Probe, ein Echantillon der von mir versuchten insistierenden Lektüre von Bühlers Psychologiekonzeption geben. Dabei soll auf eine zweite Entdeckung aufmerksam gemacht werden. Es handelt sich um Bühlers Projekt einer theoretischen Psychologie, das er in den letzten Jahren in Wien begonnen hatte und zu dem es eine Reihe von erhalten gebliebenen Vorarbeiten gibt. Viel mehr als vermutet. 1934 publiziert Bühler die Sprachtheorie. Die theoretische Psychologie sollte wohl sein nächstes Buch werden. Es wurde jedoch nie fertiggestellt. Noch zu Beginn der 1960er Jahre
findet man in einer der von Bühler verfassten Publikationslisten unter dem Punkt in Vorbereitung notiert Theoretische Psychologie. In Wien hielt er zweimal eine Vorlesung mit diesem Titel. Im Wintersemester 1935/36 und 1937/38. Dabei entwickelte er nur den geplanten ersten Teil, die sogenannte biologische Psychologie. Während der zweite Teil, die geisteswissenschaftliche Psychologie, nur angekündigt wurde. Es existieren eine Vorlesungsmitschrift, die Vorlesungsvorbereitung Karl Bühlers und Manuskripte zu einzelnen Buchkapiteln. Ich habe gerade behauptet, dass er an einem Buch mit dem Titel Theoretische Psychologie gearbeitet hatte. Das stimmt und das stimmt auch wieder nicht. Bei der Sichtung der Manuskripte bin ich noch auf zwei andere Titel gestoßen. Der erste lautet Die Selbsthilfe des erkrankten und gesunden Organismus, Seele und Leben. Ein Buch für Ärzte und Laien aus der Dogmengeschichte der Psychologie. Und der zweite, Stofftransport und Zeichenverkehr, ein Beitrag zur Theorie des Lebens. Das ist wieder ein Beweis für das Lokale. Die Publikation von Texten und Büchern hat auch immer eine kontingente Seite. Denn je nach Kontext und Zusammenarbeit mit Kollegen bieten sich Publikationen an, die eigentlich so nicht geplant waren. Oder es kommt zu Teilpublikationen von Überlegungen, die für ein anderes Projekt vorgesehen waren. Oder man macht von seinen Texten einen doppelten Gebrauch. Interessant ist jedenfalls, dass in diesen Titeln der Begriff des Lebens auftaucht und Bühler seine biologische Psychologie als Beitrag zu einer Theorie des Lebens ansah. Worin bestand nun dieser Beitrag? Für eine ausführliche Darstellung muss ich Sie auf die geplante Monographie verweisen. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber man sagte mir, bei Monographien ist das immer so. Dafür ist der Manuskriptenband fast fertig. In ihm werden wir die Vorlesungsmitschriften, Vorlesungsvorbereitungen und die Vorarbeiten zur Theorie vom Leben zugänglich machen. Es handelt sich um den dritten Band der Bühlerianer. Er wird Ende des Sommers erscheinen. In der mir verbleibenden Zeit möchte ich Ihnen nun zeigen, worin Bühlers Grundaktion der biologischen Psychologie besteht und werde die Konturen des Ordnungssystems andeuten, die durch dieses Axiom vorgegeben werden. Bühler war ein axiomatischer Denker, das darf man nie vergessen, und praktizierte eine ganz spezifische Art, Erkenntnisse über Dinge und Sachverhalte zu produzieren. Ich habe nicht die Zeit, es genau zu erklären, aber ich leihe mir die Worte von Tim Leeten, der an unserem Workshop teilgenommen hat und dabei das axiomatische Denken Kurt Gödels kurz und knapp so auf den Punkt gebracht hat. In einem ersten Schritt versucht Kurt Gödel, das Fundament einer Wissenschaft auf einige wenige Grundbegriffe zu reduzieren, die dann in einem zweiten Schritt axiomatisch gefasst und fixiert werden. Ziel dieser Axiomatisierung ist es schließlich, mit Hilfe ebenfalls klar definierter Deduktionsschritte Theoreme herzuleiten, deren Gesamtheit dann die zu untersuchende Theorie bildet. Bühlers axiomatische Denken folgt denselben Prinzipien. Beginnen wir also mit Bühlers Ausgangsfrage. Sie muss man kennen, denn das erste Axiom der biologischen Psychologie antwortet auf sie. Sie lautet, wofür muss sich der Psychologe im Bereich des Biologischen interessieren? Wo kann das Biologische nicht mehr ohne das Psychologische verstanden werden? Für Bühler muss, ich zitiere, der Psychologe im Hörsaal der sachverständigen Analytiker des innerkörperlichen Geschehens so lange schweigen, bis sein Stichwort fällt. Und dieses Stichwort formuliert Bühler dann folgendermaßen. Ich zitiere, von den Amöben bis hinauf zum Menschen gibt es Situationen, in denen sich das Individuum einsetzt und einsetzen muss, um am Leben zu bleiben.
und Körperbewegung ausführt, weg vom Ungünstigen und hin zum Günstigen. Dieses Hinzu und Weg von Annäherung und Flucht ist das Grundschema der Erhaltungsbewegungen. Und diese Körperbewegung meinen wir, wenn wir Handlung sagen. Ende des Zitats. Halten wir also fest, das erste Axiom der biologischen Psychologie lautet, das Lebewesen handelt. Nicht Empfindungen oder Vorstellungen und damit die psychischen Funktionen, wie bei Karl Stumm, nicht die Reflexe, wie bei Pavlov, oder das Denken, wie in der Würzburger Schule, auch nicht die Intentionen, wie bei Brentano, stehen am Ausgangspunkt der Arbeit des Psychologen, sondern es ist die Handlung. Sie bildet die kleinste Analyseeinheit des Psychologen. Aber worin bestehen nun diese Handlungen? In der Antwort auf diese Frage verwendet Bühler den Begriff der orientierten Bezugswendung, der zentral für sein Handlungskonzept wird. Eine Handlung ist immer eine Körperbewegung, aber eben eine gerichtete Körperbewegung. Zwei Grundbewegungsrichtungen existieren, so Bühler, hin zu oder weg von, hin zum Günstigen oder weg vom Ungünstigen. Wobei, um genau zu sein, es noch eine dritte Bezugswendung gibt. Bühler nennt sie selbst, nämlich hin zum Ungünstigen, um es anzugreifen und sich auf diese Weise zu schützen. Die Handlung ist also weder mit dem Begriff des Ziels noch mit dem des Resultats zu beschreiben. Ihr einziges Charakteristikum ist die sichtbare Gerichtetheit der Körperbewegung. Mit dem Begriff der orientierten Bezugswendung will Bühler drei Momente treffen. Er notiert in seinen Vorlesungsmanuskripten, ich zitiere, A. Orientiert ist das Individuum im Raum und in seinem Milieu. Orientiert sein. B. Es nimmt in der Handlung Bezug, das heißt, es stellt sich auf etwas ein. Körperbewegung. C. Handlung ist Wendung des Verhaltens zum Günstigen hin und vom Ungünstigen weg. Auswahl. Bühler benennt diese drei Momente, orientiert sein, Körperbewegung, Auswahl, nochmals, diesmal mit etwas anderen Worten und in umgekehrter Reihenfolge. Ich zitiere. Erstens erfolgt eine Auswahl, eine Selektion. Günstiges und Ungünstiges sind im Milieu vorhanden. Weiter, wodurch erfolgt die Selektion? Antwort. Zweitens, durch Körperbewegungen des Individuums. Weiter, und was ist dazu nötig? Antwort. Drittens, eine Orientierung des Individuums im Milieu. Das Individuum bezieht sich also auf die Außenwelt, auf etwas in der Außenwelt, nicht auf die Außenwelt als Ganzes, sondern in Bezug wird ausgewählt. Es sind sichtbare Körperbewegungen, durch welche die Selektion erfolgt. Und diese Bezugswendung ist immer orientiert, da sie ohne solch eine Orientierung nicht stattfinden könnte. Notabene, ein körperlicher Bezug, der selektioniert, ist immer gleichzeitig orientiert. Das heißt, die drei genannten Momente kann man eigentlich nur analytisch auseinanderdividieren, denn sie sind ein und dasselbe, in einer Körperbewegung enthalten. Was an dieser für den Psychologen am wichtigsten ist, so Bühler, ist das Orientiertsein. Er unterstreicht es immer wieder. Ich zitiere nochmals. Hinwendungen zu einem Ding in einem Wahrnehmungsfeld führt der Mensch zum Beispiel mit seinen Augen aus. Man trifft und fixiert das Ding mit dem Blick. Das Wichtigste in unserem Zusammenhang ist das Treffen, das nicht erfolgt, niemals erfolgen könnte, wenn der Blickende in Relation zu dem zu Treffenden völlig unorientiert wäre.
Was Bühler hier sagt, ist Folgendes. Handeln erfolgt in einem Raum. Es findet in einem Seh-, Hör- oder Tastfeld statt. In diesem ist das Individuum immer orientiert, sonst kann es nicht treffen, nicht den Gegenstand und nicht den anderen. Nehmen wir ein von Bühler angeführtes Beispiel. Eine Katze, die im Raum liegt, spitzt bei dem vom Hereinkommenden ausgesprochenen Psst die Ohren, dreht den Kopf, öffnet die Augen. Sie horcht, sie trifft es mit den Ohren. Das kann sie, so Bühler, weil sie auch Akustisches sehr genau, wie man aus Experimenten weiß, zu lokalisieren vermag. Sie ist im Wahrnehmungsfeld orientiert. Die Katze weiß, ob der Ton von links oder rechts kommt, ob sich dabei etwas bewegt und was. Das zeigt sich darin, dass sie sich unmittelbar bezieht und selektioniert. Entweder legt sie den Kopf zurück und döst weiter, oder sie macht eine Körperbewegung hinzu oder weg von und führt danach die durch den orientierten Bezug initiierte Handlung aus. Bühler weist immer wieder auf die zentrale Rolle des Orientierungsbegriffs hin. Er schreibt, nur wo das Beiwort orientiert für Bezugswendungen zurecht besteht, liegt etwas vor, was zum Interessenbereich des Psychologen gehört. Und er diskutiert dann ausführlich die orientierten Bezugswendungen bei Taxien, Tropismen und Nastien. Wohin führt uns nun dieses erste Grundaxiom der biologischen Psychologie? Es führt uns erstaunlicherweise zum Sprachbegriff Karl Bühlers. Die bei den Bezugswendungen anzutreffende Orientierung ist räumlich charakterisiert. Sie ist nicht in der Zeit zu erfassen, zum Beispiel als ein Vorher des Nachher, wie bei zweckmäßigen Handlungen, sondern nur im Raum. Man könnte auch sagen, als ein im Raum situiertes Origo. Bühler behauptet in einer seiner Vorlesungen, es handelt sich beim Begriff der orientierten Bezugswendung um ein Modell, das voll von Subjektivitäten ist. Dabei handelt es sich nicht um die uns so vertraute kognitive Subjektivität, auch nicht die am Erlebnischarakter des Psychischen so gefeierte Subjektivität ist gemeint, sondern die, die am Körpertastbild festmachbar ist. Es handelt sich um die Subjektivität, die mit der körperlichen Wahrnehmung von Welt als ein in Bezug auf ein Ich räumlich situiertes zusammenhängt. In Bühlers biologischer Psychologie werden die Begriffe der Kognition und des Erlebnisses von dem der Orientierung ersetzt. Auf diese Weise kann der Begriff des Ichs oder der Subjektivität auf jedes Lebewesen angewandt werden. Die Orientierung wird zum eigentlichen Problem des Psychologen. In der Vorlesungsmitschrift liest man, ich zitiere, ein Hinweis, dass das Moment der Orientierung zum eigentlichen psychologischen Problem wird, ist die subjektive Orientierung beim Menschen. Zeigwörter in der Sprache. Die Orientierung im Hier, Jetzt, Ich führt zur Frage nach der Entstehung des Bewusstseins. Zitat Ende. Der in der theoretischen Psychologie verwendete Subjekt- bzw. Bewusstseinsbegriff habe sich, so Bühler, aus dem Gebiet der Sprachforschung ergeben. Noch genauer, aus der Untersuchung einer ganz spezifischen Klasse von Sprachzeichen, der von ihm sogenannten Zeigwörter. Bühler stellt also die Behauptung auf, dass sich das, was er mit Orientiertsein meint, und als allgemeines Charakteristikum des im Leben stattfindenden Handelns bestimmt, sich ausgehend von der menschlichen Sprache fassen lässt. Genauer, ausgehend vom Funktionieren des sprachlichen Zeigfeldes. Bei dessen Beschreibung verwendet er den Begriff des Origo. Dieses in Beziehung setzen von orientierten Bezugswendungen und sprachlichem Zeigen auf der Ebene des Lebens scheint mir nun die zwei Erklärungslogiken, an die wir uns so gut gewöhnt haben, in Frage zu stellen. Zum einen die ruhige evolutionstheoretische Erklärung der Entstehung und Entwicklung der Lebewesen vom Niederen zum Höheren
und zum anderen die oft emphatische Behauptung und Begründung einer anthropologischen Differenz, die Feier der Diskontinuität. Bühler würde diese beiden Positionen wohl als erkenntnistheoretische Festlegung bezeichnen, die das Gebiet der Psychologie eigentlich nicht betreffen. Sein erstes Axiom der biologischen Psychologie sucht dagegen, ein Modell zur Erkenntnis des Psychischen zu entwickeln. Die Benutzung der Zeigwörter durch den Menschen und die Erhaltungsaktivität der Lebewesen besitzen eine Gemeinsamkeit. Beide setzen ein Orientiertsein im Feld voraus. Bei beiden muss der, die, das Lebewesen, die Frau, der Mann, die Position des Ego einnehmen und in dem Sinne Subjektivität zeigen. Nur dann ist sprachliches Verstehen bzw. Handeln gleich Leben möglich. Wie dies dann jeweils geschieht, ist vom Psychologen zu untersuchen. Damit wird Bühler anschlussfähig. In den aktuellen Debatten zur Ethologie ist man dabei, die Fähigkeit zur Kognition und Emotion auch bei Tieren nachzuweisen. Oder denken wir an die Evolutionsbiologie eines Michael Tomasello, für den die Intentionen nur dann noch ausschließlich menschliche sind, wenn es sich um geteilte Intentionen handelt. In diesen Debatten könnte so eine alte Theorie wie die von Bühler wieder Gehör finden. Die Erklärungsrichtung vom Menschen zum Tier teilt er mit den gegenwärtigen Vertretern einer tierischen Intelligenz, wie auch mit der Intentionstheorie von Tomasello. Aber sein vorgeschlagenes Modell des Psychischen ist trotzdem ein anderes. Im Zentrum stehen nicht Kognition oder Intention, sondern orientierte Bezugswendungen, also Handeln. Mein Lesen von Bühler im Modus der Gegenwärtigkeit hat also etwas produziert, was König in seinem Buch zu Nietzsche so beschreibt. Ich zitiere: Die jeweilige Forschung lässt sich historisch rein und in der Forschungsgeschichte tritt eine systematische Zeit zutage, in der die Position argumentative Defizite anderer auszugleichen suchen. In dem Maße, in dem sich die solcher Art mögliche Zeit nicht durchsetzt, entsteht eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die aktuelle Auffassungen an Älteste anschließen lässt. Mein Versuch einer insistierenden Lektüre könnte Bühler also in unserer Gegenwart Gehör verschaffen. Nicht, weil er sich als Vorgänger der kognitiven Ethologie oder der Naturgeschichten Michael Tomasellos erweist, sondern weil er das anders denkt, was sie auch zu denken versuchen. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen signalisiert ein Treffen in der gleichen Zeit, das die Ungleichzeitigkeit nicht nivelliert, sondern akzentuiert. Doch dazu muss die Ungleichzeitigkeit erstmal herausgearbeitet werden, muss ein Lesen im Modus der damaligen Gegenwart praktizieren.